So, da bin ich wieder und ich würde sagen, weiter geht's. Colonel, der Feind nähert sich der LZ. Der Senkrechtstarter wird beschossen. Sie sind unterwegs. Startet nicht ohne uns. Rain, schneller. Wir schaffen es nie bis zum Senkrechtstarter. Wir können sie nicht aufhalten! Ich hab einen! Cartwright, ich werde Ihren Arsch retten. Mal wieder. Grayson, machen Sie keine Witze. Wir stecken in Schwierigkeiten. Gut, das heißt, wir sollen uns ja auf jeden Fall hier durchballern. Und zwar ordentlich durchballern. Aber ein bisschen Munition. Ich brauche aber generell mehr Munition, weil das ist jetzt ein Grabenkampf. Ich glaube und ich denke mal, dass wir hier ordentlich Munition verballern müssen, um zu Cartwright oder zu wen dann auch immer, ja, zu gelangen. Aber wenn wir genügend Munition fallen, müssen wir auch genügend Leben haben. Beziehungsweise bekommen, um das überhaupt zu schaffen. Aber mit genügend Munition bin ich auf jeden Fall guter Dinge, dass wir es hier auf jeden Fall schaffen werden. Und wir halt nicht irgendwie, was weiß ich, dafür komische Leute bekommen. Wir haben auf jeden Fall genügend Munition aktuell zumindest am Start. Das wird ja immer aufgefüllt. Sunny, jawohl, yes. Okay, never mind, ich bin kein Sunny. Ich hab gelogen. Alter, darf ich damit ballern? Was macht der da? Platz für drei. Schickt Passagiere zur Schlucht LZ. Sie. Gehen Sie. Schnell. Sind unterwegs. RAF-Pilot. Sie kriegen Besuch. Das Ding da? Ich habe mindestens eine Minute. Das reicht. Das wird scheiß knapp, Junge. Ich vertraue den Soldaten seiner Majestät. Jaha. Muss das Ding eliminieren, ansonsten ist der Senkrechtstarter im Arsch. Aber geil, dass wir damit umherballern dürfen. Ja. Die Großen sind jetzt gepanzert, das heißt, sie werden nicht so schnell mehr draufgehen. Und das ist natürlich ein Problem für uns, wenn wir im direkten Kampf ohne etwas großkalibrigeres... Ey, die Dinger... Lol. Okay. Hab ich jetzt nicht so... Oh, auf dem Schirm gehabt, dass man... Wo sind die Passagiere? Unterwegs! Sind jede Sekunde da! Hoffentlich bin ich dann auch hier. Dass, dass die ferngelenkt sind. Aber das könnte halt echt ein Problem werden im Spiel drin, Spielverlauf. Wir haben relativ viel Lagmunition bei unserem ersten Aufeinandertreffen gegen die aufgebraucht. Beziehungsweise aufwenden müssen. Das könnte interessant werden auf jeden Fall gegen die Typen. Oha. Aber wir haben es geschafft. Volle Kraft. Start. Gut geschossen, Marine. Und natürlich kriegen wir die Typen. Wie soll es auch anders sein? Shotgun. Das Gute ist, dass wir wieder Shotgun-Munition bekommen haben. Zwar nicht viel. Aber ein bisschen. Die Frage ist halt, wo sind die denn jetzt auf einmal? Na, du sollst den da vor, Alter, direkt vor dir. Keine Ahnung, wie blöd er sein muss. Und nicht genau... Ganz ruhig, sonst kann ich nicht nähen. Hä? Na gut. Da wurde wahrscheinlich das Bein abgesprengt. Das muss auch einfach nur scheiße sein. Aber wie gesagt, Krieg ist... Was heißt wie gesagt? Habe ich noch gar nicht erwähnt. Oh, nee! Was machst du denn da? Geh weg! Du bist mir... Nee! Warum? Warum? Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Ja, Jungs und Mädels und Freunde der Sonne und der gediegenen Nacht. Wir haben ein Problem. Und zwar den da. Mal gucken, ob das vielleicht irgendwie ausreicht. Ja gut, kriegen wir doch nochmal gerade so gehandelt. Oh, da ist ein Umbau.
Da ist Lagmunition. Sauber, dass ich die jetzt erzähle. Oh Mann, aber nichtsdestotrotz, unser Bohrer, der hat uns gerettet. Der Bohrer ist halt die Allzweckwaffe. Der ist halt einfach die gute alte Allzweckwaffe, weil ist ja nun mal Panzer durchdringt. Und man hat gesehen, wie viel Schaden das Ding eigentlich genommen hat im Endeffekt. Aber ja gut, jetzt haben wir keinen Bohrer mehr. Und das könnte ein großes Problem sein, wenn wir gegen die Typen weiterhin antreten müssen. So, das war auf jeden Fall so gewollt. Erschlägt sie, erschießt sie, tötet sie einfach. Wenn es so einfach gehen würde. Und wenn es so einfach gehen würde, den Typen da, beziehungsweise die Drohne, ey, die juckt halt. Der juckt es halt auch überhaupt nicht, ne? Vor dir. Dude. Nicht den da. Eigentlich den rechten Typen da, aber egal. Schießen. Aber was natürlich noch geil wäre, wäre halt ein bisschen Munition. Ja, ansonsten, sonst so, ja, streamtechnisch kurzes Update. Wie gesagt, Februar. Ich habe sogar einen Spielstand noch gefunden gehabt. Und zwar habe ich das letzte Mal am 2., ne, am 1.2. aufgenommen. Das heißt, 7 Tage her, eine Woche also. Mir kam es irgendwie so vor, als ob es 2 Wochen her sind. Her waren. Aber, naja gut. Es ist halt nur eine Woche hinterher. Trotzdem ausreichend, um nochmal im Game drinne zu sein. Beziehungsweise die Steuerung halt nicht komplett zu verlieren. Skillpunkte erhalten. Interessant, dass wir hier für Skillpunkte halt bekommen, wenn wir die Dinger da abschießen. So, zack. Sparen natürlich so Munition, ne, wenn wir... Ah, ist natürlich unlucky, dass der auch jetzt angeschissen kommt. Ja, ansonsten, wie gesagt, die 99 Damage Liga Season 14 geht, glaube ich, los. Das heißt, Casts ohne Ende. Wurden sie an der Schulter getroffen? Nur ein Kratzer, mehr nicht. Nur ein Kratzer, von wegen. Die Stellung ist voll mit diesen Affen. Und sie bringen die Flüchtlinge im Feldlazarett um. Schicken wir ein paar Granaten rein. Gut, ich rücke vor. Etwas Deckungsfeuer wäre hilfreich. Okay. Beziehungsweise, ich denke mal, dass es... Eine Ananas, kommt sofort. Eine Ananas. Dass es Casts en masse gibt. Wie gesagt, sicher bin ich nicht. Aber naja, nun gut. Wird sich dann auf jeden Fall zeigen. Crisis 1 ist immer noch aktuell, zumindest mein Streamprojekt. Internet hat immer ein bisschen umhergesponnen, genau wenn ich Crisis spielen wollte. Aber Cutscene. Wir kommen hier niemals raus! Na los, Bewegung! Na los, Beeilung! Anschnallen, Rain. Was ist denn los? Warum starten wir nicht? Der Navi-Computer wurde getroffen. Ohne geht's nicht. Wo wollen Sie hin? Ich muss etwas abliefern. Okay. Gut. Oh. Weihen Sie mich in Ihren Plan ein? Wenn ich einen habe, halten Sie mir den Rücken frei. Alter. Okay. Ja, es hat halt jedes Mal denn das Internet gesponnen. Upload Drops on Mast. Das heißt, ich konnte Crisis 1 nicht wirklich weitermachen. Ich bin kurz vor der Festung, also kurz bevor wir in den Berg da reinkommen. Ich gehe in das Wrack und suche nach einem Ersatz. Ja. Und ja, das wird natürlich noch ein bisschen dauern, bis ich denn das Game halt durch habe. Klar, bis ihr jetzt hier seht, bin ich definitiv schon durch. Ich weiß noch nicht, was ich denn als Anschlussprojekt nehme. Na klar, das wird wahrscheinlich erstmal wieder ein bisschen Multiplayer-technisch Modern Warfare geben. Vielleicht auch ein Battlefield 5 nochmal. Apropos Battlefield 5. Das könnte ich eigentlich mal wieder ein bisschen spielen. Was war das? Ein Vögelchen. Ha. Der Senkrechtstarter hat uns geholfen. Ich habe einen Navi-Computer. Also Battlefield 5 könnte ich auch mal wieder aufnehmen. Klar, es wird wahrscheinlich hier nicht so beliebt werden wie in einem COD. Klar, relativ lange, bla bla. Kennt man ja. Kann ich Für auch verstehen. Opa sind sie gut drauf. Tja, manche Leute achten eben auf sich. Also kann ich halt schon entsprechend verstehen, dass man da nicht so drin ist. Ein Battlefield muss man halt mögen. Vor allem auch die langen Parts dann dementsprechend. Interessant, dass hier gerade nichts kommt. Naja, vielleicht werde ich auch ein Command & Conquer Red Alert 1 denn nochmal streamen. Ich bin als... hier völlig ungeschützt. Zeigen Sie mal Ihre Schießkünste. Ja,
als Dream-Projekt. Aber mal schauen, was da dann so geht. Beziehungsweise was ich denn da so machen werde. Wie gesagt, das wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern. Ist auch die Frage, wenn ihr das seht, was dann am Start ist. Vielleicht... Ja, Crash Team Racing könnte ich einem ja eigentlich auch nochmal vorstellen. Dazu müsste ich mir aber PS Plus holen. Für die Multiplayer-Sache. Könnte ich auch mal wieder ein bisschen aufnehmen. Das wäre natürlich geil. Reparatur abgeschlossen. Jetzt weg hier. Worauf warten Sie? Los, machen Sie Platz. Ich fliege. Los, Kommando. Hier Colonel Mallory. Sind unterwegs. Halten Sie für Lieutenant Bouchard ein medizinisches Team bereit. Achtung. Feindschiffe im Anflug. Marines, zurück zum Treffpunkt. Wir sind jetzt an der Reihe. Bewegung, alter Mann. Parker ist stur. Sie wird nicht fliegen, bis wir da sind. Der Luftraum ist frei. Alle rein. Wo ist Cartwright? Das Radar zeigt viele Feinde im Anflug. Ist hier noch ein Platz frei? Beeilung, alter Knacker! Das sind alle! Los jetzt! Es dauerte 2 Stunden, bis die Transporter die letzte sichere Zone erreichten. In dem kleinen Lager waren alle restlichen Marquis-Truppen. Aber waren es genug, um den letzten Angriff gegen den Turm in Paris zu führen? Der Plan war schnell gefasst. Cartwright sollte den Frontalangriff gegen die Verteidigung und den Turm anführen. Wir hofften, dass die Turmzerstörung den gleichen Effekt wie in London haben würde. Und der Marquis hatte noch einen Ersatzplan. In dem Bau, den Bouchard die Puppenhöhle nannte, wimmelte es nur so von Transportern. Das Serum sollte hineingebracht und in die Systeme des Baus injiziert werden, um den Umwandlungsprozess der Bestien zu kontaminieren und aufzuhalten. Cartwrights Angriff auf den Hauptturm diente als Ablenkungsmanöver, damit eine kleine Truppe von Osten nach Paris gelangen konnte. Seit Monaten umgingen die Spalter die Außenverteidigung der Bestien durch die Katakomben. Es war unmöglich, eine ganze Armee dort durchzuführen. Aber ein Einzelner würde bestimmt nicht von den Streitkräften der Bestien entdeckt. Rain und Grayson stritten, wer gehen sollte. Wegen ihrer Erfahrung und weil sie mit dem Serum umgehen konnte, fiel die Wahl auf Bouchard. Aber Grayson wollte davon nichts wissen. Lassen Sie sie nicht gehen! Wir haben uns entschieden, James. Lassen Sie es gut sein. Sie ist infiziert! Was reden Sie denn da? Lassen Sie mich los! Lassen Sie das, Private, oder es kostet Sie den Kopf. Ihr Vater hat Ihr Blut abgenommen in Luxemburg. Rain ist der Durchbruch. Reden Sie, Rain! Wofern? Lassen Sie mich Grayson, los! Das reicht! Schafft ihn mir aus den Augen! In den Baum mit ihm! Sie wurde in Bonn infiziert. Sagen Sie's! Sie darf nicht gehen. Es stimmt wirklich. Bringt ihn hier raus. Retten.